100. Folge, ziemlich besonders tatsächlich. Und ich wollte ganz kurz, weil wir haben noch einen ganz, ganz geilen Gast, zu dem wir gleich kommen, Ja. aber kurz mal so ein bisschen Revue passieren lassen. So, 100. Folge bedeutet, wir machen Ja, und den Scheiß ist schon seit 2 Jahren. seit 2 Jahren hocken wir irgendwo Ja. und machen den ganzen Scheiß. Und also es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, finde ich persönlich. Wie ist es für dich? Herzlich willkommen bei Abschrift, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant neue Kunden zu gewinnen. Hallo Tim. Hallo, hallo Alexander. Grüße Ich dich. grüße dich. Wie geht's Ihnen denn heute? Mir geht es nie besonders gut, aber heute geht es mir auch nicht schlecht. Das ist eine verdammt wilde Antwort. Ganz besonders heute, 100. Folge, Alter. 100. Folge. Das ist wirklich sehr krass. Wer hätte das gedacht? Ja, das ist wirklich total wild, ja. Wer hätte das gedacht? Ganz kurz für alle, die sich gerade wundern, hä? Stellen die bei Trinity jetzt Kinder ein? Das war meine Tochter, Ja. die zum Jubiläum des 100. Podcasts das Intro eingesprochen hat. Das ist übrigens ganz, ganz wild. Sie hat nämlich für ihren lieben Onkel Tim mal ein Video gedreht. Da hat meine ganz Kleine einfach random das Handy von der Großen genommen, beziehungsweise die Große hat es der Kleinen gegeben und sagt so, nimm mal auf. Und dann hat sie einfach random so das Video da reingesprochen. Und Ja, dann das dachten war wir krass. uns, komm, lass mal für die 100. Podcast-Folge. Aber nicht dran gewöhnen, ne? Also, das war jetzt eine einmalige Sache. Ja, war cute. Ja, aber cute, ne? Ja. 100. Folge, ziemlich besonders tatsächlich. Und ich wollte ganz kurz, weil wir haben noch einen ganz, ganz geilen Gast, zu dem wir gleich kommen, Ja. aber kurz mal so ein bisschen Revue passieren lassen. So, 100. Folge bedeutet, wir machen Ja, und den Scheiß ist schon seit 2 Jahren. seit 2 Jahren hocken wir irgendwo Ja. und machen den ganzen Scheiß. Und also es ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, finde ich persönlich. Wie ist es für dich? Ja, genau so, Fluch und Segen zugleich. Also, es ist schon, das weiß auch, glaube ich, jeder, der Podcasts macht oder das Projekt Podcast mal für sich angefangen hat. Es ist am Anfang sehr frustrierend, weil gefühlt erstmal niemand zuhört. Dann du dir denkst, warum mache ich den ganzen Scheiß eigentlich? Dann denkst du dir, boah, ich habe so viele andere Sachen zu tun. Ja. Ich habe so viel Besseres gerade zu tun, als mich irgendwo hinzusetzen und mich in einem Mikro zu reden. Und dann merkst du aber irgendwann, ey, krass, du wirst drauf angesprochen. Die Leute zitieren aus dem Podcast. Gespräche sind ganz anders. Man kennt dich. Das ist schon wild, ne? Also das, du hast ja, also sehr viel weniger so Kennenlerngespräche wie ich oder der Ja, Chris, ne? ja. Das checkst du manchmal gar nicht, ne? Also, das ist ganz wild. Das sind Menschen, also früher im Endeffekt, tatsächlich habe ich mit unserem heutigen Gast genau darüber gestern geredet. Wir waren gestern nämlich essen und haben wir genau darüber geredet. Es ist so, hey, wir haben damals mit Kaltakquise angefangen, ne? Da rufst du Leute an, die eh keinen Bock auf dich haben, die denken, du kannst eh nichts und musst dich unter Beweis stellen. Ja. Hier ist es so, dass auch wenn wir vielleicht jemanden kontaktieren oder andersrum uns jemand kontaktiert, diese Person häufig Stunden Ja. mit uns beiden bereits verbracht hat. Ja. Ne? Vor kurzem habe ich, das war auch todeswitzig, einer unserer neueren Kunden, der liebe Jens von High Class Fitness, ganz, ganz lieben Gruß hier an dieser Stelle. Ne? Das fand ich todeswitzig. Ne? Auch eines meiner Lieblingsprojekte aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist das so? Das ist macht Spaß. Einfach auch die Ergebnisse zu sehen, macht Spaß. Die Und mit Marke ihm jetzt, die auch, ne? Marke, die Also ich höre Entwicklung nur der Marke jetzt zu Positives. sehen. Also Ja, auch mit da. Jens muss ich mal quatschen, so. Ich habe ja noch nie mit dem geredet. Das müssen wir echt mal machen. Jens ist eine richtig, richtig coole Sau. Und das war todeswitzig, weil ich habe das Projekt dann ja irgendwann an den lieben Julian natürlich abgegeben, so wie meistens so. Und er hat sich um alles gekümmert und er auch immer, ey, Jens, cooler Typ, alles reibungslos, geil, ne? Und dann wollte ich einfach mal gucken, hey, wie ist es für ihn so? Wie ist es für dich so? Und dann schreibt er, ey, ich bin gerade im Auto, hör euren Podcast, meld mich später. Weißt du, so mittlerweile werden wir sogar echt so versetzt. Warte, ich muss den Scheiß erstmal zu Ende hören nach dem Motto, ja. Und das war schon ziemlich Ich glaube witzig. tatsächlich, die meisten, das würde mich mal interessieren, vielleicht die können die Zuhörer uns ja mal schreiben, in welchen Situationen die den Podcast hören. Weil ich habe das schon das Gefühl, dass wir so ein
man fährt zu irgendwo zu einem Kunden oder man fährt irgendwo auf eine Veranstaltung und wir sind so der, da hörst du halt natürlich die Podcast. Wir begleiten dich auf deiner Autofahrt. Das ist so das, was ich, genau, das, was ich so, so rausgehört habe, dass die Leute sich einfach ins Auto setzen und dann den Podcast anmachen. Ja. Finde ich mega wild. Und ich freue mich. Ich freue mich, dass die Resonanz wirklich sehr, sehr positiv ist, dass das auch immer wächst, dass das immer eine krassere Reichweite halt auch gewinnt. Und mega. Also vielen Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar. Ja. Vielen, vielen Dank an alle, die uns ertragen, freiwillig auch sogar ertragen. Freiwillig, das muss man sich erstmal geben, ey. Vielen Dank für die Resonanz. Ich glaube, ohne diese krasse Resonanz hätten wir nicht, also zwischenzeitlich hätten wir vielleicht echt die Power verloren, wenn wir nicht gemerkt hätten, so ey, da kommt was dabei rum. Krass, ne? Ja, also das ist alleine, ich meine, am Ende des Tages, das ist ja nicht messbar, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, wow, durch den Podcast haben wir den und den irgendwie Neukunden gewonnen oder Umsatz generiert. Aber die Resonanz, die wir daraus bekommen, gibt uns wirklich die Motivation, das halt wirklich durchzuziehen. Das ist ja auch das, was wir unseren Kunden immer sagen. Du kannst nicht jede Marketingmaßnahme immer messen. Ja. Ne? Also für uns ist der Podcast ganz klar eine sehr wichtige und sehr lukrative Marketingmaßnahme, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber welcher Kunde jetzt zu wie viel Euro da jetzt, wie der Return on Invest von dem Podcast ist, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß nur, er ist gut. Ja, ganz sicher. Deswegen kommen wir doch mal jetzt eigentlich zu einer eher peinlichen Situation. So. Ich finde es peinlich ein bisschen. Ich finde es peinlich, ne? Also, wie gehen von wir das uns an? Sondern von ihm, oder? Also, im Endeffekt ist es so, der heutige Gast ist schon sehr bekannt in dem, was er macht, ne? Ja. Und in seinem Bereich. Er war auch damals, als ich ihn kennengelernt habe, verdammt jung und gilt auch damals so in der Coaching-Szene so als der Newcomer in dem Social-Media-Bereich. Ja. Ne? Und das ist auch ein paar Tage her. Also mittlerweile, ich guck mal rüber, er ist auch ein bisschen älter geworden, muss man sagen. Und er ist einer unserer engsten Freunde in unserem Scheißzirkel, ne? Ja. Und er war noch nie hier. Und er ist der Experte im Social-Media-Bereich. Das ist schon peinlich, absolut, Mann, Digga. Ja. So, aber nie, es kam irgendwie nie dazu und dann, keine Ahnung. Und dann, als ich mir so gedacht habe, okay, krass, ey, der muss, ich stehe ja die ganze Zeit schon auf der Liste, habe ich mir gedacht, ey, das muss schon was Special-mäßiges sein. Und deswegen haben wir uns das dann für die 100. Folge aufbewahrt. Und ich würde mal sagen, wir holen ihn einfach rein. Und zwar der liebe Nick. Herzlich willkommen, Nick, komm rüber. Was geht ab? Du musst richtig elegant darüber sliden. So. Was geht ab? Was geht ab? So. Was geht ab? Zieh mal das Ding erstmal zu. Grüß dich. Grüß dich. Der hat eine bessere Stimme als ich. Das ist wie so ein Podcast mit dem Peter. Das ist scheiße, Mann. Sonst habe ich mit meiner Stimme ein bisschen Pluspunkte hier in dem Podcast. Vor allem hier mit deiner quietschenden Stimme. ASMR hier. Ja. Muss tatsächlich ein bisschen näher noch das Ding machen. Okay. Ja, passt. Toll. So, erstmal herzlich willkommen, Nick. Was geht ab? So, hier die Uhrzeit. Ist ja was Neues für euch, die Uhrzeit, ne? So, ja, tatsächlich. Ist nicht meine Uhrzeit auch, ja. Ja, okay. Ist bei dir so? Jetzt muss er. So Erfolg kennt keine Zeit, glaube ich. Oh, wow. Wow, okay. Oh, wow. Gott, Alter, da schenke ich mir erstmal Tee. Du bist echt noch in der Coaching-Szene zu tief drin. Dir hat es ja auch geholfen, auf jeden Fall. Ich habe ein kleines Geschenk für euch mitgebracht. Was? Hä? Ja, und zwar diese wundervollen Nasenpflaster. Ich dachte, es gilt. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn es euch nicht zu peinlich ist, weil es hören ja eh nur Leute, könnt ihr die mal anziehen. Weil gestern saßt du nämlich da und hast gesagt, ich will wissen, ob das wirklich funktioniert. Und ich habe gesagt, diese Alex Hormosi-mäßigen Pflaster. Genau, richtig. Okay. Und im Endeffekt, das was ja diese Pflaster machen, ist ja, die machen die Nasenflügel auf und dadurch kriegst du mehr Luft. Man glaubt es nicht, probier es mal aus und dann gebt ihr eure Live-Reaction dazu. Okay. Weil ich halte das auch für die größte Business-Opportunity für Fitnessstudio-Betreiber überhaupt. Alter, kommt der direkt so in die Ecke. Mit der sie Kohle verdienen können. Ich werde auch gleich erzählen, warum. So, jetzt pass auf. Wie geht das? Ich krieg's schon nicht auf. Das ist ein normales Pflaster, ne? So. So musst du ja beim Draufkleben was beachten. Mach's einfach auf die Nasenflügel. Je tiefer du es machst, umso weiter gehen sie auf. Je weiter hoch du es machst, umso weniger. Meine fettigen Wurstfinger einfach, ey. So. Können sie danach auch abmachen. Ich hab alles kaputt zu machen. Ich habe noch zum Glück. Das ist ein Pflaster, was wird das? Okay, was mach ich jetzt? Machst du einfach auf den Nasenflügel. Aha, genau. Braucht der Alex nicht zwei? Das ist so scheiße. So,
hier die Höhe oder was? Mach ein bisschen tiefer bei dir, du hast einen großen Zinken. Ja, so. Weiter noch ein bisschen. No, okay. Okay, passt mal. Du hast einen großen Zinken. So. Ich muss sagen, meine Nase ist auch verstopft so. Aber ich merke es tatsächlich. Ich merke es nicht so krass. Ich merke es. Ja, nicht so krass, aber ich merke es. So, also kommt auch nur generell, immer, bei mir ist immer ein Nasenloch zu. Ja. Und dabei vor allem wird das auch helfen. Oh, doch, Alter. Man merkt es schon. Man merkt es krass. Man merkt es schon krass. Man merkt, ich glaube, wenn ich es besser draufkleben würde, weil ja. Ich habe hier ungefähr noch eine Nase. Ich sage ja, du brauchst so, zwei. Die gibt es in verschiedenen Größen. Ich muss meine Nase erstmal putzen, glaube ich. Bitte mach das jetzt nicht. Lass euch mal drei Stück. Aber doch, doch, man merkt es. Ist ja eine wilde Nummer. Also, okay. Geht ja richtig wild los. Erstmal und mit dem Code Hashtag NickGeringer23. Doch, es ist schon deutlich geiler zu atmen. Das Ding ist, versuch bitte normal zu atmen, ach so. Weil dir wird sonst gleich schwummrig. Das, was immer allen Erstanwendern passiert ja, ist, schon ein bisschen an. Die kriegen so viel Luft auf einmal, das sind die nicht dein gewöhnt. Mond, ja. Und weil sie dann auf einmal normal atmen und merken, ich muss gar nicht mehr so heftig ziehen, um so viel Luft zu kriegen. So. Mhm. Deshalb, man gewöhnt sich daran. Du warst die ganze Zeit nicht. Okay. Erstmal vielen lieben Dank für das Geschenk. Wie kamst du da drauf? Weil ich das gestern anhatte beim Essen und du so, ich habe nur darauf gewartet, jemanden zu finden, der das trägt, um zu tragen. Ja, das ist halt wirklich so. Ich krieg ständig Werbung davon, ne? Und ich konnte mir das halt gar nicht vorstellen. Als ich dann bei Jeremy Frank? Gut, alles, was ich bei Jeremy Fragrance sehe, finde ich erstmal scheiße. Genau, das ist es. Dachte ich mir, okay, als ich bei ihm gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich bin raus. So, weil er hat es da drauf geklebt, so, wow, oh, ja, ich krieg viel Luft. Ich so, Bruder, du kriegst wegen was anderem viel Luft, Alter. Ich sag's dir, wie es ist, Alter. So. Und da war ich erstmal raus. Und als ich das dann gestern bei dir gesehen habe, kurz zur Info, der Nick und ich haben unseren zweimal in der Woche Mittwochstermin, wo wir fest sagen, hey, da treffen wir uns. Es sei denn, du bist irgendwie gerade am Strand oder so. Ja. Und deswegen haben wir uns dann gestern gesehen. Und als ich gesehen habe, dachte ich mir, oh, ich muss ihn direkt fragen, bringt es was? Da bin ich echt positiv überrascht. Vielen lieben Dank. So. Also sieht man auch cool aus damit? Ist das so cool? Also, ich finde nein, absolut nicht. Das sieht wirklich furchtbar aus. Ich habe euch die hässliche Version gebracht. Es gibt die transparente Version. Danke. Die habe ich aber nur im Büro, da war ich nicht. Okay. Die Dinger ziehe ich eigentlich an, wenn es mir egal ist, ob mich jemand sieht oder beim Schlafen. Ich finde, wir haben die falsche Hautfarbe dafür, ja. Um ehrlich zu sein. Wir haben schon die falsche Hautfarbe für sowas. Ich bin die ganze Zeit nur so... Du darfst wohl der Mensch im Arsch. Ich frage mich, Leute, die im Auto sitzen und gerade diesen Podcast hören, die denken sich, Leute, könnt ihr mal bitte weitermachen? Was zum Teufel wollt ihr von mir? Ja, okay. Lass mal später darüber sprechen, über die Business-Gelegenheit tatsächlich. Dann können wir ja mal den Kreis später schließen. Also, Nick, was muss man wissen, um dich zu kennen? Ja, das ist, glaube ich, einfacher zu beantworten, welche Schuhgröße ich habe. Was man wissen muss, um mich zu kennen. Leidenschaftlich beschäftige ich mich seit 10 Jahren mit dem Thema, wie kann ich so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich dazu bringen, mir so viel Geld wie möglich zu geben. Das ist so eine ehrliche Antwort. Es gab noch nie eine ehrlichere Antwort in diesem scheiß Podcast, Alter. Noch nie gab es eine ehrlichere Antwort. Das ist das, was mich... Jetzt versteht ihr, warum wir befreundet sind. No Bullshit. Okay. Das ist das, was mich interessiert. Andere Leute bezeichnen das als Marketing, Verkauf, gute Angebote erstellen oder sonst was. Zusammengefasst bin ich ein unglaublich guter Stratege und weiß ganz genau, wie man vor allem Social Media instrumentalisiert, um Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man von ihnen will. Und daraus habe ich halt mein eigenes Business gebaut. Begonnen hat das im Direktvertrieb, damit habe ich meine Leads generiert. Dann habe ich damit gestartet mit meiner eigenen Dienstleistung, der Agentur. Heißt, das, was ich im Direktvertrieb eingesetzt habe für mich selber, habe ich dann anderen beigebracht oder denen gezeigt, damit die es für sich einsetzen können. Ja. Okay, stopp. Das heißt, du hast dich mit dem Thema Social Media beschäftigt, Direktvertrieb, dadurch hast du für dich selbst Leads generiert und dann hast du Agenturbusiness gemacht. Das bedeutet, du hast anderen Unternehmen dabei geholfen, Kontakte zu generieren. Leads zu generieren. Okay, als Agentur. Ja. So wie wir jetzt. Genau. Nur branchenübergreifend. Genau. Okay. Und dann irgendwann mal kam der Augenblick, wo du gesagt hast, hey, das kann ich auch anderen beibringen.
Ja. Wann war das? Waren alles so fließende Übergänge, also Direktvertrieb habe ich 2014 bis 2017 gemacht. Mhm. Und 2016 habe ich den ersten Auftrag gekriegt von einer Firma hier auch aus Frankfurt, einem der erfolgreichsten Personaldienstleister. Da wurde ich zu einem Podcast eingeladen und danach hat er gesagt, kannst du mal einen Workshop für meine Mitarbeiter machen? Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass... Wie alt warst du da? Das war 2016, ich war 19, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, dass... Sahst halt aus wie 14 damals noch. Kann sein, ja. Da hatte ich, so wie du mir empfohlen hast, kein Bart. Ja. Und da war mir nicht klar, dass Firmen bereit sind, mir Geld zu geben für mein Wissen. Mhm. Also so, ich dachte so, ich muss meine Brötchen irgendwie immer selber verdienen, so. Also muss ich ja nach wie vor, aber... So eine richtig Arbeit, so. Genau. Handwerk. Das war mein erster Auftrag. Ich habe nach wie vor Direktvertrieb gemacht. Das hat sich dann so in einem halben Jahr... ist es dann so verschwommen. Ich habe weniger Direktvertrieb gemacht und habe mehr Aufträge reingekriegt. Mhm. Bewusst, ich musste die nicht mal wirklich akquirieren, weil durch meine Tätigkeit und meine Präsenz auf Social Media waren Leute daran interessiert, weil das zu dem Zeitpunkt noch nicht jeder gemacht hat. Das war noch nicht cool, so richtig, dass Leute gesagt haben, wow, du wissen, wie man Marketing machen. Das ist ein offenbarer Kunde. Kannst du helfen? Ja, ja. Ich so, ja, klar. Ja. Okay. Ja, da musstest du die Leute noch überzeugen, dass sie überhaupt was auf Social Media machen sollen, ne? Ja, das war noch auf so jeden die Fall. Zeit, da, ne? War man cool, dass man 100 Likes auf Facebook hat. Ja. Das war so, wow, du hast 100 Likes auf Facebook. Ja. Ja. Krass. Das gab's mal. Ja, das ist noch nicht so lange her. Das ist gar nicht so lange her. Was ja damals schon tatsächlich sehr interessant war, du hattest schon damals, schon sehr, sehr früh, für die Verhältnisse damals, relativ viele Follower, ne? Mhm. So. Und auch mit deiner ehemaligen Freundin damals, ihr habt ja so ein Pärchen, das auch ständig irgendwie präsent war, habe ich das immer bewundert, wie habt ihr es damals geschafft, einfach so eine Community aufzubauen? Und dann irgendwann mal bist du ein bisschen leiser geworden, mhm, tatsächlich, ne? Und erst jetzt vor kurzem, oder sagen wir mal jetzt vor kurzem, sehe ich wieder, dass du wieder auch mehr Content, mhm, machst, ne? Ja. Was war die Pause? Wieso die Pause? Wo kam die her? Ich habe mich nicht gut gefühlt damit, mhm, also die ganze Zeit so aktiv und präsent zu sein. Mhm. Das war aber eigentlich nur der, sag ich mal, mein innerer Kampf oder innerer Kritiker, weil ich habe es nicht hinbekommen. Also für mich war es so, wenn ich jemanden gesehen habe, der besser war als ich in irgendwas oder vermeintlich besser war als ich, war ich damit beschäftigt, ihn in meinem Kopf schachmatt zu setzen. Also ich habe mir dann Stories überlegt und war nur damit beschäftigt, so den fertig zu machen, der hat sich einen Bot gekauft, der hat viel Geld gehabt, der zockt eh nur Leute ab und so, der erzählt eh nur Scheiße, bla bla bla. Wenn ich das machen würde, würde es bei mir auch so sein. Und habe dann aber natürlich gemerkt, weil das ist natürlich nicht so. Und ich dadurch, wenn du so viel Zeit auf Social Media verbringst, und auch damals war ja Social Media ein größeres Hamsterrad, weil du wurdest für Posten von Dreck nicht belohnt, heute schon. Das heißt, damals, spannend, war das schon eine harte Aussage. Damals musstest du, ja, leider ist es dir Mühe machen, Longform-Content erstellen, gute Qualität haben, Konzepte. Content-Creator war da noch wirklich mit Qualität verbunden. Ja, auf jeden Fall. So, und das heißt, ich hatte weniger Ressourcen, Zeit, Geld, Ideen, hatte auch, sag ich mal, weniger Kontrahenten, aber davon waren einige einfach mit besseren Ressourcen bestückt als ich zu dem Zeitpunkt. Und ich habe es einfach nicht ertragen zu sehen, dass ich nicht mithalten kann, so richtig. Und auf dem Weg dahin dann auch gemerkt, man muss sich viel mehr anstrengen als vorher. Ich habe das einfach mental nicht gepackt und habe dann gesagt, scheiß drauf, ich gerne mal undercover. So. Weil ja, zu demselben Zeitpunkt habe ich ja ein bisschen vorher Paid Ads für mich entdeckt. Und Paid Ads haben eigentlich die ganze Arbeit gemacht. Und auch viel größere Effekte gehabt, so, ne? Und so war dann der Wandel. Und jetzt bin ich zurück, weil viel Zeit vergangen, man wird dafür belohnt, direkt zu posten. Und ich habe mehr Ressourcen, mehr Möglichkeiten, so. Ich habe wieder Lust, so ein bisschen mal schauen, wie lange. Um mal ganz kurz das mal in einen Rahmen zu setzen. Der Nick ist genauso wie wir eher einer mit sehr, sehr klaren Worten, die auch hart klingen, direkt zu posten. Bedeutet im Endeffekt, du musst dir nicht mehr wirklich Gedanken darüber machen, ne? Also du kannst irgendwas machen und du musst dir nicht mehr wirklich über die Qualität des Inhaltes großartige Gedanken machen oder über was weiß ich was. Es muss ein anständiges Format haben und fertig, ne? Also, nee, und was? Gar nicht. Nee,
die einzige Frage, die sich Leute stellen, ist, wie kriege ich jemanden dazu, sich aufzuregen auf am anderen Ende des Bildschirms? Ja, tatsächlich. Und das heißt, der Content besteht daraus, bewusst seine Zuschauer zu verwirren, zu irritieren, zu provozieren, aufzuregen. Und das kriegst du ja super einfach hin, indem du eben nicht dir was Gutes ausdenken musst, sondern einfach nur random Stuff machst. Ja. Na? Sehr, 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 sehr interessant. Das für uns sprechen aber hauptsächlich natürlich. Sprechen aber natürlich hauptsächlich über Content Marketing, ne? Aber weil du gerade Paid Ads gesagt hast, dazu kommen wir gleich nochmal. Wie war so dein Agentur-Lifestyle? Ne? Irgendwann mal hast du dich ja auch dagegen entschlossen, ne? Ja und nein, ja. Also der Wandel ist im Prinzip passiert. Direktvertrieb, weiß man läuft ja nicht alleine rum. Hm. Man hat Leute, Teampartner, wie auch immer. Man wird ja meistens auch dafür belohnt, dass man irgendwie eine Struktur aufbaut. Das heißt, ich wusste, wie es geht, Menschen dazu zu begeistern, sich ein Business aufbauen zu wollen. Und viele haben mich nach wie vor auf Social Media gefragt, was machst du eigentlich? Hm. Wie funktioniert das? Hm. Weil ich habe ja rausgefunden, wie kriege ich Leute dazu, sich für mich zu interessieren. Hm. Und dann habe ich denen gesagt, hey, ich habe eine Agentur, das war's. Mhm. Und manche waren so, und wie geht das? Und ich war so, keine Ahnung, also brauchst du eine Dienstleistung, jemand, der dafür zahlt. Mhm. Und dann saß ich irgendwann da mit Patrick zusammen, mhm. Der auch seine Agentur hatte. Wir waren in Los Angeles und da haben wir dann gesehen, dass ein Ami einen Kurs rausgebracht hat, in dem er gezeigt hat, wie man eine Agentur aufbaut. Das war so der allererste, größte und bekannteste Kurs überhaupt. Mhm. Und da hat es dann so geklickt. Ich so, was, Sam Owens oder wer war das? Nee, Tai Lopez. Und dann weiß ich so, den gibt's man, kann da, man kann dieses Geschäftsmodell Leuten beibringen und dafür Geld nehmen. Interessant. Ja. Gut, also das hat dann noch eine Weile, es hat ein Jahr gedauert ab dieser Erkenntnis bis zu dem Punkt, dass ich das erste Mal Geld dafür genommen habe, Leuten beizubringen, wie das geht. Mhm. Das Interesse war groß, Leute waren bereit dafür zu zahlen. Wann war das genau? Das war Dezember 2017. Dezember 2016 war diese Erkenntnis, Dezember 2017 war dann die Umsetzung. Und dann war das so ein Side-Hustle. Also Agenturgeschäft lief die ganze Zeit weiter, aber wir haben immer wieder Leuten verkauft, die gefragt haben, wie die es machen können. Wir hatten da keinen Prozess, der gestreamlined war, das so wie jetzt, dass das ein richtiges Geschäft war. Mhm. Das hatte auch mal Stops und wieder angefangen und wieder Stops. Und eigentlich 2020 mit einem neuen Geschäftspartner haben wir das Ding dann zu einem sehr fetten Business gemacht. Ja, halt auch noch während Corona, ne? Ja. Das heißt, wo die Leute eh zu Hause waren. Ja, klar, das war natürlich auch ein guter Zeitpunkt. Und genau natürlich so, auch überlegt haben, hey, muss ich mich umorientieren, vielen in Kurzarbeit und so weiter. Und jetzt kommt natürlich ein kleiner Plot-Twist. Für alle Betreiber da draußen, wenn sie jemals von irgendjemandem mal angerufen worden sind im Studio und irgendein Typ am anderen Ende des Hörers gesagt hat, ja, hi, ich bin der und der und wir machen gerade Social Media, so eine Agentur, haben uns darauf spezialisiert und so weiter. Da habt ihr ja wahrscheinlich als Betreiber manchmal tagtäglich mehrere Anrufe bekommen. Plot Twist, die kommen alle von ihm. Ist doch wirklich so. Ja, die kommen wirklich zum größten Teil. Zum größten Teil kommen diese ganzen relativ jungen oder auch nicht jungen, das sind auch wirklich, ich meine, gestandene Leute auch, ne, die aber ihr gelernt haben, ein Agenturbusiness aufzubauen, wie quasi Social Media Marketing, bezahlte Ads und so weiter funktionieren. Das haben sie alles in seiner Akademie gelernt und sind dann halt irgendwann mal rausgegangen damit, ne? Und das sind schon verdammt viele Menschen gewesen. Ne? Das ist ja dann mit We Build Brands. Mhm. Ne? Da bist du ja damals mit dem Erik dann auch zusammen und habt ihr das quasi durchgestartet. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Leute du ausgebildet hast? Also in den Hochpreisprogrammen bedeutet vierstellige Summe Minimum, haben wir so um die 3000 Leute ausgebildet. Mhm. Und wenn man die ganzen Minikurse nimmt, die so 100 € oder manche auch ein paar hundert Euro gekostet haben, dann kommen wir, glaube ich, so auf um die 5000 Menschen, die wir seit 2020 im Prinzip in unseren bezahlten Kursen, Programmen, Seminaren hatten. Das ist schon ein Haufen Menschen. Also im Schnitt so 1000 Leute im Jahr. Das ist schon ein Haufen Menschen. Jetzt kannst du dir mal überlegen, wenn von den 3000, 1000 wirklich mal Akquise gemacht haben, ein Drittel, und mal random angerufen haben, da waren es schon verdammt viele Anrufe. Ja. Ne? Also We Build Brands, wie würdest du jetzt We Build Brands aber bezeichnen? Das ist im Endeffekt, also wenn du keine Ahnung, oder wie würdest du für dich dein Produkt bezeichnen? Machen wir es anders.
Also We Build Brands, ne? Wir bauen Marken auf, im Prinzip eine Gemeinschaft von Menschen, die sich mit dem Thema Marketing und Businessaufbau beschäftigen. Und mein Ziel war es halt, mich zu duplizieren, das heißt Menschen beizubringen, Konzepte und Denkweisen beizubringen, die ihnen dabei helfen, sich selbst zu versorgen, indem sie anderen helfen, sich besser zu versorgen. Mhm. Ne? Mhm. Also indem du direkt halt eben in Marketing und Vertrieb eingreifst. Mhm. Und darum geht es, und deshalb We Build Brands, wir bauen Marken auf. Darum geht es halt, ich meine, wenn wir die Trinity-Story erzählen, ne? Ich weiß nicht, ob jemals jemand gefragt hat, wer überhaupt der Dritte in Trinity ist, warum es nur euch zwei gibt. Doch, ab und zu wird es mal gefragt. Nicht so oft, aber kommt schon vor. Im Endeffekt, den Dritten habe nicht mal ich kennengelernt oder sowas, aber manchmal in meinem Kopf bin ich so 3.1, so ganz am Anfang, wenn ich so daran denke, wie das Ding angefangen hat und wo das angefangen hat. Dann damals habt ihr einfach nur Probetraining-Ads geschalten für ein paar Gyms. Mhm. Aber jetzt auf einmal machst du riesen Shootings und Videodrehs und kreierst Marken und so, verstehst du so? Mhm. Also, und davon sind ja noch viel mehr entstanden. Also nicht, dass ich euch jetzt so dabei geholfen habe, aber wenn du überlegst, jemand fängt klein an und irgendwann auf einmal arbeitet er an echt großen Sachen. Mhm. Und davon gibt es viele. Wir haben unglaublich viele Leute, die durch unsere Programme gelaufen sind, die mehrere Millionen Umsatz machen im Jahr. Wir haben viele, die auch einfach entspannt sechsstellige Umsätze machen oder manche, die einfach nur bei sich vor Ort neben ihrem Job irgendwie so einem Fahrradhändler helfen oder in einem Blumenladen oder sonstiges. Einfach um ihr Einkommen ein bisschen aufzupäppeln. Genau. Man muss ja nicht immer so das große Ding vor sich haben. Manche Leute wollen einfach gut leben. Ja, genau. Und für die ist gut eine andere Definition. Ja. So. Ne? Ja, cool. Tatsächlich, ne, also der vor kurzem war ja der Ricardo Biron war ja mit dem Adam hier, ne? Mit dem haben wir ja auch damals in den ersten Stunden von Trinity ja auch was zusammen gemacht und er hat uns ja auch geholfen und du warst natürlich dann auch ein Faktor. Ihr beiden habt euch ja auch mega viel ausgetauscht und so weiter. Ja, und also im Endeffekt hast du unterm Strich Menschen dabei geholfen mit dem Thema Social Media. Einfach sich ein Business aufzubauen. Ja. Und du bist an diese Leute herangekommen durch bezahlte Werbung überwiegend. Ja. Ne? Ja. Einfach mal, damit so ein Betreiber mal auch ein paar Zahlen hören. Bitte. So, ja, bitte. Weil du kennst das Thema, ne? So, was bezahlt ein Fitnessstudio für die Agentur? Ich meine, du bist der uns immer sagt, seid ihr behindert? Für das Geld würde ich nicht aufstehen. So, oder was die an Werbebudget ausgeben. Was hat in der Zeit wirklich so 2020, 2021 ein Nick Gehringer monatlich für seine bezahlte Werbung bei Meta im Monat ausgegeben? Am meisten Kohle haben wir eigentlich letztes Jahr ausgegeben. Aber wir sind, ich sag mal, auf dem Monatsschnitt sind wir bestimmt so bei 30.000 Euro. Also wenn du es auf seit 2020 bis jetzt auf den gesamten Monatsschnitt mit allen Hoch- und Tiefphasen rechnest, wir haben eben... Moment, ja. 30.000? Ja. Ich würde nur, das ging so runter, ne? So, willst du nochmal gesagt haben. Ja. So, wir sprechen von 30.000 Euro, nicht im Jahr. Im Monat, der dieser junge Mann hier für seine bezahlte Werbung ausgegeben hat. So. Wollten wir nur mal noch mal so sagen an der Stelle. Ja. Okay, jetzt darfst du weiter, sorry. Ja, also der Peak-Monat war letztes Jahr im Juli. Da haben wir 100.000 Euro nur in Werbung gedrückt. Einen Monat? Ja, und ich bin mir auch ziemlich sicher. Also ich glaube, bei unserem Geschäftsmodell, wenn Gott so will und alles perfekt aufeinander liegt, dann, glaube ich, pieken wir so bei einer 250.000 Ausgaben im Monat, die wir halten könnten. Und dabei würden wir wahrscheinlich so einen Umsatz von das 3- bis 4-fache rausholen und Minimum 1:1 bis 1:2 im Cash Collect rausgehen. Leider ist es nicht immer so, wie Gott will. Ja, das gehört aber auch dazu. Oder wie das Finanzamt will, ja, je nachdem. Aber das gehört doch auch dazu. Also das ist doch auch eine wichtige Erkenntnis. So, ne? Also zu sagen, so, hey, dieses ganze Game ist halt nicht immer so geradlinig. Es ist nicht so, dass du sagst, ich gebe jetzt 30.000 Euro, krieg, keine Ahnung, so und so viel zurück und gebe dann 60.000 aus und krieg einfach doppelt so viel zurück, weil super einfache Rechnung, so funktioniert es nicht immer. Wie würdest du Leuten raten, vielleicht fange ich mal anders an,
wenn du 30.000 ausgegeben hast, das war ja auch nicht am Anfang. Mhm. Wenn jetzt heute jemand startet mit einem Coaching, beispielsweise, ich habe gleich einen Call mit jemandem, der ist auch bei uns schon Kunde, der macht auch eher, ist eher in der Coaching-Richtung unterwegs. So, er ist relativ am Anfang, aber auch schon ein gestandener Unternehmer, hat das jetzt quasi als neues Geschäftsmodell. Wie viel sollte der ausgeben? Also was ist, wo du sagst, hey, schau mal, wenn du unter diesem Betrag nur ausgeben kannst bei Paid Ads, ey komm, dann lass es. Das lohnt sich noch nicht. Dann mach lieber erst was anderes. Es kommt drauf an. Erstens, wie viel Geld steht dir zur Verfügung? Zweitens, wie viel musst du bezahlen, um einen Return on Invest zu erhalten? Das ist alles eine reine Kalkulationsgeschichte. Ne? Das machen wir ein einfaches Beispiel. Sagen wir mal, du hast jetzt, es gibt zwei Begriffe, mit denen schmeißen Leute um sich in der Szene. Das ist einmal der CPA, Cost per Acquisition. Das wird rein gemessen anhand von, wie viel gebe ich in Werbung aus, um jemanden dazu zu bringen, zu kaufen. Mhm. Na, und dann gibt es noch die CAC, CAC. Damit schmeißen gerne ITler und Softwarefirmen mit sich um sich oder Leute, die sich für super schlau halten. Das heißt nämlich Customer Acquisition Cost. Ich finde es auch total dämlich, weil es ja Kack heißt. Und die sitzen wirklich da und sagen, was ist die Kack? Und jetzt noch besser, Fully Loaded Kack. Der Begriff. Ich saß einmal in einem Meeting mit einer Softwarefirma. Die meinten, was ist denn die Fully Loaded Kack? Und ich saß so da und ich musste mich echt zusammenreißen. Und ich habe gemeint, warte, was ist jetzt der Unterschied? Dann war es okay. CPA, wie viel habe ich nur in Meta gesteckt, um jemanden dazu zu bringen, zu kaufen? Kack ist, wie viel hatte ich generell an Akquisekosten, um jemanden dazu zu bringen, zu kaufen? Und Fully Loaded Kack ist, was hatte ich gesamt an Betriebskosten, um einen Kunden zu gewinnen? So, ja. Das heißt, also deine Stromrechnung, Gefühl auf alles, alles, Büro, deine Mitarbeiter, wie viel hast du jetzt gezahlt pro Kunde, weißt du, am Ende vom Tag? Ja. Heißt, wenn du einen Kostenapparat von 100.000 Euro hast und du hast 100 Kunden gewonnen, wie viel hast du dann gezahlt für jeden Kunden? Also ein Tausend. Hast einen Tausender. Tausender Fully Loaded Kack hast genau. du dann. So, auf jeden Fall. Deshalb. Oh Gott. Das ist so. Und das musst du halt wissen, Deutschland, verstehst du? So ein Wack. Das heißt, jetzt, ich mache euch ein Beispiel. Das ist auch schon die Antwort. Na? Es gibt keinen Bruder, gib 1.000 aus, gib 10.000 aus. Gib alles aus, was du hast. Dein Haus. Dein Ehering, dein Auto, dein Hund, alles, wenn du weißt, was du investierst und was du rauskriegst. Ich finde es super, dass du das sagst, weil ich finde diese auch sehr häufig dieses Thema mit unseren Kunden. Die hören zu, gell? Ja, ich überlege gerade, wie ich es formuliere. Ja, lass mich vielleicht mal kurz was dazu sagen. Nutze also, mich. Also das Ding ist, ich hatte mal einen, weiß ich noch ganz genau, ich hatte einen Kaltakquise-Anruf von jemandem, der, vielleicht kann er auch aus deinem Coaching, keine Ahnung. Das war ein Copywriter. Und, die bilde ich nicht aus, ne? Okay. Und der meinte so, ja, oh, ist voll cool und so, was ich so mache und ich helfe euch da und euren Kunden da voll den krassen Return on Ad Spend in dem Falle. Und Return on Ad Spend hat er gesprochen. Und ich so, ja, okay, erzähl mal so, was haust du so raus? Also was kann ich erwarten, wenn du jetzt hier was machst? So was geht denn so Return on Ad Spend? Der meint so, ja, so Faktor 4, Faktor 5. Ich habe ihn ausgelacht. Ich habe ihn einfach knallhart ausgelacht. Unsere Kunden sind im Minimum bei 4 oder 5 aktuell. Wir haben Kunden, die haben 23er Return on Ad Spend ohne Probleme. Und gleichzeitig sind es trotzdem aber auch immer noch Kunden, die sagen, ja, sollten wir so viel Geld ausgeben? Ich weiß nicht. Hey, wenn ich aus jedem Euro 23 mache, Digga, ich würde mein ganzes ist doch Leben meine Antwort, genau wie du gesagt hast, ich werde alles in diesen Topf reinschütten, was ich nur kann. Alles. Weil ich das Geld, in dem Fall, lass mal realistisch bleiben, lass mal bei 5 bleiben. Ja. Ja, wenn ich aus jedem Euro 5 mache und mein Geld verfünffachen, Wovon reden wir? Und da müssen wir wirklich noch sinnlos rumdiskutieren. Da kriege ich die Krise. Ich meine, ich verstehe es. Die Fitnessbranche hat das margentechnisch jetzt an sich so alles betrachtet auch schwierig, alles cool. Aber hier hast du ja nachweisbar, wirklich, siehst du gibst das aus, das kommt rein. Ja. Ja. Und da muss man halt auch einfach mal in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, dann investiere ich jetzt. Ne? Also es gibt natürlich viele unserer Kunden, die sagen, ey, let's go. Ja, Matthias Mittelstädt zum Beispiel,
Egal, was wir da sagen. Ja, aber übrigens, lieben Gruß, ich habe gerade eben mit ihm geschrieben und er muss mal seinen Arsch hierher bewegen. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Aber er ist auch ein Unternehmer, der hat auch wie viel hat der? Paar 20 Anlagen, ja, auch mittlerweile. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das kommt ja nicht aus dem Denken raus. Ja, gut, wenn ich jetzt in einen Laden aufmache, ja, höhere Kosten. Nö, das mache ich nicht. Ja. Das mache ich nicht. Ja. Other people's money. Ne? Ja. Okay, cool. Erstmal danke dafür. Also, kann man noch mal ganz kurz zurück. Im Endeffekt hast du Menschen ausgebildet, eine Agentur hochzuziehen. Und genau. Jetzt ist es so, da bin ich sehr auf deine Meinung mal gespannt. Macht es Sinn, dass ich als Angestellter in einer Marketingabteilung deinen Kurs durchgehe? Ja. Die Frage ist, ob das, also es gibt zwei, für deinen Chef macht es nicht so viel Sinn, weil unser Kurs ist darauf ausgerichtet, der Leuten dabei zu helfen, sich ein Business aufzubauen. Das heißt, ich bringe denen alles bei und sage, so gewinnst du einen Kunden, so berechnest du, das sind die Margen, bla bla bla. Aber du bringst sie mir auch bei, weil das ist ja tatsächlich, viele glauben ja zu wissen, wie man Ads schaltet. Und dann merkst du, dass, nee, das, ja, oder auf Beitrag bewerben, richtig, klicken ist nicht so schlau. Genau. So, und das lernt er ja auch bei dir. Ja, stimmt, aber in einem anderen Programm. Also wir differenzieren das. Halt. Das heißt jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ah, warte, ich schicke den jetzt bei Webuild Brands rein in die Schulung, dann kann es sein, dass der danach seinen Job kündigt. Ja. So, aber ich habe eine andere Firma, die nennt sich IDK, Institut Digitale Kompetenz. Das ist was sehr Geiles. Und die IDK... Der David macht das, ne? Genau, der leitet das bei uns. Dort, ja, bilden wir im Prinzip... sowohl Arbeitssuchende als auch Angestellte. Lieben Gruß an den David Reitz. Genau, mein Pitch ist untergegangen jetzt. So, total, ne? Nochmal, sorry, warte. Also, die IDK als Firma, wir sind staatlich zertifizierter Bildungsträger, ja, also auch nach dem Qualifizierungschancengesetz und so weiter, können Firmen im Prinzip ihre Mitarbeiter bei uns reinsenden. Die kriegen eine komplette Schulung, wo es nicht um Selbstständigkeit geht, sondern wie wendest du das in der Firma an als Mitarbeiter, das Ganze. Und das wird dann von dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit finanziert. Cool. Oder wenn jemand arbeitssuchend ist, wird das auch von der Agentur für Arbeit finanziert. Mega gut, ja. Cool. Man kriegt sogar die Stunden zurück bezahlt und so, plus noch Cash und so. Also eigentlich verdienst du Geld daran, dass du jemanden weiterbildest. Geil. Finde ich super geil und die, ja, meisten checken es nicht. Ja. Mega geil. Aber das ist echt ein super spannendes Projekt. Vor allen Dingen alleine auch die Tatsache, das ist ja auch ein, unabhängig mal von jetzt dem konkreten Case, den du da aufgemacht hast, du kommst ja nicht einfach so an Geld von der Agentur für Arbeit ran. Also das wird mit Sicherheit ein Prozess gewesen sein, der auch letztendlich unterstreicht, was ihr da für Wissen vermittelt. Ja, auf, ja, jeden Fall. Du musst viel Papierkram machen und einige Leute kennen, die Türen öffnen, damit das funktioniert. Ja. Okay, dann siehst du ja beide Welten. Dann weißt du ja ganz genau, hey, ich bilde Leute aus, die sind selbstständig oder die werden selbstständig, machen ihr Agenturbusiness. Ich bilde Leute aus, die quasi angestellt sind und dann lernen, wie Online-Marketing prinzipiell funktioniert, wie man es besser machen kann, etc. pp. Zum Thema externes Marketing, also externe Marketingagentur oder interne Marketingabteilung. So. Wie ist dein Blick darauf, Pros und Kontras jeweils? Ne? Also wenn ich jetzt Studiobetreiber, was macht für mich mehr Sinn aus deiner Bubble heraus? Also um vorwegzunehmen, es gibt für mich einen Hauptgrund, weshalb man ein internes Team aufbauen sollte. Und zwar, wenn du so heftig die Hand über deinem Marketing drüber haben möchtest, dass das halt mit einer externen Agentur, die dir nicht 24/7 zur Verfügung steht, nicht möglich ist. So, dann machst du das, da habe ich ein paar Kunden betreut, wo ich gesagt habe, hey, ganz ehrlich, du redest mir so viel rein, so, ne, so, du hast gar keinen Plan, Mann. Und wenn so, du das haben wir gar nicht. Wenn du das selber steuern willst und du dich selber so gut auskennst, Bro, dann stell dir mal nein. So, also dann, sorry, ich habe keinen Spaß daran, dir hilft das nichts. So, aber dann sagst du ja auch, dann brauchst du ja aber auch als Unternehmer selbst die Kompetenz, diese Entscheidung treffen zu können. Du musst dich ja zu einem gewissen Grad mit dem ganzen Thema auskennen, um überhaupt das Ganze steuern zu können. Du wirst es sonst auf deinem Konto sehen. Ja, genau. Das ist ja der härteste Faktenabgleich überhaupt. Also das ist gut. Wir spielen Monopoly, Mario Kart, was auch immer. Ne? Also du siehst es am Punktestand nachher. Und deshalb, in allen Fällen macht es für mich fast immer Sinn,
eine Agentur zu beauftragen. Also selbst wenn du auch die Kompetenzen hast und dich richtig gut auskennst damit, hat folgenden Hintergrund. Also erstens, du wirst eine Agentur immer günstiger schießen, als jemanden Vollzeit einstellen zu können. Ja, Mann. Das ist das Erste. Zweitens, die Menge an Kompetenz, die eine Agentur mitbringt, wirst du nicht intern abbilden können. Ach das, ja, warum denn? Es funktioniert nicht, weil wenn du einen Mitarbeiter hast, der den ganzen Tag nur in ein Loch guckt, und zwar in dein hässliches Werbekonto, wo vielleicht 50 Euro am Tag drüber laufen, was soll der lernen? Was soll der lernen? Das ist so ein guter Punkt, ja. Ja, total. Also was soll er lernen? Du musst wissen, ich nehme euch alle auseinander, weil ich habe in mehr Werbekonten geguckt. Es ist mehr Geld über meine private Amex gelaufen. Es ist mehr Geld über jedes Konto gelaufen, das ich verwaltet habe, als wahrscheinlich von allen Leuten, die diesen Podcast gerade gemeinsam hören. Wahrscheinlich, ja. Das ist tatsächlich true. Das ist true. Absolut, ja. So, wer will mir jetzt das Wasser reichen? Ja. Verstehst du, wenn ich in dein Werbekonto gucke, ich sehe Sachen, von denen weißt du nicht, dass die existieren. Ja. Und dann sage ich dir, Bro, 1000 Euro, eine Stunde, ich gucke in dein Konto. Ja. Also, was soll ich noch dazu sagen? Verstehst du? Also, diese Kompetenz. Ja. Ja. Und jetzt schickst du, das heißt, dann der nächste Punkt. Und das soll, wie gesagt, hat nichts mit Arroganz oder sonst was zu tun. Das ist ja einfach nur so das Gleiche wie, wen nimmst du als Personal Trainer nachher? Verstehst du? So, also, jemand, der halt schon viele Kunden hatte oder nicht. Jetzt, als machen wir das gleiche Beispiel. Wir haben einen Typen, der mega geil aussieht, der kann richtig gut pumpen. Der Bro war aber noch nie Personal Trainer. Jetzt hast du einen Typen, der nicht so geil aussieht, aber ist Personal Trainer, hat schon 1000 Leute trainiert. Wer ist kompetenter? Ja. Und weißt du, was das Schlimme ist? Ja. Leider Gottes, du rennst trotzdem die Leute zu dem, der gut aussieht. Das ist dieser Social-Media-Effekt. Genau. Die rennen zu demjenigen, der... Natürlich hast du eine gewisse Kompetenz, wenn du auch gut aussiehst. Du hast nur die Kompetenz in genau deinem Bereich, mit genau deiner Anatomie, mit genau deinem Training, mit genau deinem Stoffwechsel. Sobald jemand kommt, der hat vielleicht irgendwie andere Themen, der hat ein anderes Leben, auf den musst du dich einstellen, hast du keine Chance, dem wirklich zu helfen. 100%. Bruder, schau mal, total bescheuertes Beispiel. Ich bereue es jetzt schon, dass ich das öffentlich sage. Aber du bist ein guter Autofahrer. So, ich stelle mir deinen Dad, so wie ich gehört habe, wie dein Dad Auto fährt, vor allem den i8, ne, denke ich mir, oh, das, ich meine, der ist Fahrlehrer, der Mann. So, aber auch wenn du ein guter Autofahrer bist oder ich auch, setze ich in Formel 1 zu erwagen, Alter, du wirst wahrscheinlich nur mit 30 fahren. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ob du Profi bist. Versuch mal jemandem Autofahren beizubringen, gerade mit Kupplung und so. Schau. Versuch mal jemandem beizubringen, das ist eine Katastrophe. Bruder, das kannst du wirklich gut beurteilen. Das ist total schwierig. Das ist brutal. Kupplung kommen lassen, Bruder, was? Und dann denkst du, Digga, was machst du, Alter? Es ist wirklich schwer, denen das beizubringen. Ja. So, kleine Side Information, Tims Papa ist Fahrlehrer, ja, und deswegen habe ich das Beispiel genommen. Es ist was anderes, ob ich etwas verdammt gut kann oder ob ich Profi bin und in einer ganz anderen Liga bin, ne? Ich meine, du musst, als ich mich das erste Mal, ich war 18 Jahre alt, in einen Lambo gesetzt habe, lieben Gruß an den Vollidioten, der mir das damals gegeben hat. Das ist eine ganz andere Nummer, Digga. Weißt du, wenn du es auf einmal nie 600 oder 500 PS unterm Arsch hast, ne, und das war auch noch Gangschaltung, das Ding, ne, in den ich bin in den zweiten losgefahren, weil ich den ersten nicht hingekommen habe, Alter. Weil das so viel Power hat. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob du Profi in etwas bist oder etwas einfach nur gut kannst. Ja. So. Und das war dein Beispiel perfekt, Alter. Ja, Mann. Wirklich auf den Punkt gebracht, Mann. Geil. Also, was haben wir hier noch auf dem Zettel? Ich guck gerade. Oh, da haben wir noch ein Thema, das möchte ich tatsächlich auf jeden Fall. Ein ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob das das Thema ist, was du ansprechen möchtest. Aber du machst ja jetzt ein bisschen was anderes. Genau, darauf wollte ich auch gerade. So, also pass auf. Eigentlich ist es so, ich möchte darauf hinarbeiten. Okay, ja. Du bist ja auch einer, der immer wirklich am Puls der Zeit ist zu aktuellen Themen. So. Es gab spannende Entwicklung und jetzt ist gerade eine ganz, ganz spannende Entwicklung, die ich auch zufälligerweise mitbekommen habe, dass ihr euch da auch ständig austauscht und so weiter und dass ihr da auch so eine kleine Gruppe gegründet habt und so. Ne? Finde ich mega. Was liegt denn aktuell so an bei dir? Künstliche Intelligenz.
Na, es ist ja jetzt für Otto-Normalverbraucher seit anderthalb Jahren zugänglich. Davor nicht, in dem Sinne. Und deshalb können auch so Vögel wie wir uns damit beschäftigen, die eigentlich keinen Plan haben davon, sich mal wieder was aneignen, wovon man Ahnung hat. Und hier mache ich eigentlich das Gleiche, was ich die letzten 6, 7 Jahre gemacht habe. Ich walke erstmal den Talk, das heißt, ich nutze die Sachen selber, ich verkaufe die wieder an Firmen, implementiere sie dort, sammle dort Erfahrungen und bringe dann Leuten bei, wie sie das auch machen können. Ja. Das ist eigentlich so die Evolution, das ist die nächste Stufe, dann die KI-Agentur. Ich habe, also wir werden ja bald mein Buch schreiben, wenn Gott so will. Ne? Aber gestern beschlossen und gestern haben beschlossen. Festen Termin ausgemacht. Und für mich gibt's, ich habe ein geiles Beispiel. Na, das möchte ich ownen. So, das soll mein TED-Talk werden. Ne? Mhm. Hoffentlich hat das noch niemand anderer gemacht, wir wissen es nicht. Aber ich habe gesagt, schau mal, das, was ich davor mit der Agentur die ganze Zeit gemacht habe, war, der Fokus von allen Tools und dem gesamten Internet lag darauf, zu verstehen, wie kreiere ich Inhalt, um Menschen dazu zu bringen, wildfremde Menschen, kalte Menschen, das zu tun, was ich von denen will. Mhm. Kunden zu gewinnen. Mhm. Weil Kunden sind Geld. Mhm. Und Geld ist dann für andere eigentlich das, was sie alle wollen, Freiheit. In dem Sinne Zeit. Mhm. Ich kaufe mir Zeit, weil ich dann mehr Ressourcen habe. Und das ist das eine Ökosystem. Wir schaffen Geld, um Zeit zu kreieren. Jetzt haben wir ein neues Ökosystem mit KI und alle Tools drumherum. Da geht es nicht um Geld, da geht es direkt um Zeit. Wir überspringen alles, es geht nur um Zeit. Sofort. Das ist total geil, wenn du so Beispiele machst. Die wertvollste Ressource zurückholen. Ja. Einfach alles sofort. Und das ist das nächste Ökosystem. Alle Tools werden sich darum drehen. Zeit ist dann natürlich wieder Geld, aber andersherum. Hier ist Aber der Ablauf ist anders. Genau. Ja. Das ist sehr geil interpretiert, ja. Mann. Mega cool. Ja. So, und darum will ich mich ja kümmern. Aber beides ist wichtig nach wie vor. Also du musst das checken und das. Und das bringt es halt zusammen. Ne? Also in dem Sinne, ja. Und da haben wir jetzt ein eigenes Tool gebaut. Eine Speech-to-Speech-Lösung in dem Sinne, wo wir noch viel am Testen sind und ich werde das bei mir in den Firmen halt als erstes implementieren, aber wir wollen halt im Prinzip Interessenten anrufen. Also ich habe überlegt, was kann ich für ein Beispiel bringen und ich erinnere mich noch, als ich in einem, ich weiß nicht, darf ich Fitnessstudio-Namen nennen oder nicht? Okay, ich war bei Fit One angemeldet und dann wurde ich angerufen, hi, hier ist der Max von Fit One, du bist ja bei uns angemeldet, ja, was gibt's? Ja, hast du Bock auf ein Personal Training? Nein? Okay, ciao. Und dann irgendwie eine Woche später, hi, hier ist die Nadja von Fit One. Hast du Lust auf ein Personal Training? Hab dem Max schon gesagt, dass ich keine Lust habe. Ah, okay, ist nicht vermerkt, vermerke ich jetzt auch noch. Ciao. So, das heißt, wenn deine 450-Euro-Kräfte, die eh keinen Bock haben, halt deine Akquise machen, verstehe ich, glaube KI kriegt das besser hin. Das ist ein geiler Case. Lass den mal bauen. So einfache Themen, weißt du? Bei der IDK wollen wir das zum Beispiel machen, weil die IDK ruft, muss ja einfach nur prüfen, ob du qualifiziert bist. Das heißt, das ist ein einfacher Ablauf von Fragen. Es geht nicht darum zu verkaufen direkt. Nur ein einfacher Ablauf von Fragen. Ja. Und die KI kann das ja optimal machen. Willst du mir damit sagen, dass der Setter durch eine KI ersetzt wird? Es kommt darauf an, ob der Setter eine pushende Aufgabe hat im Sinne von jemandem zu verkaufen, dass er einen Termin machen soll oder eine Aufgabe hat von, die Person will das unbedingt. Okay, das bedeutet, wenn der Setter quasi die Aufgabe eines Setters ist, den Kunden heiß zu machen, schon mal Bedarf zu ermitteln, Bedarf zu wecken, nicht. Wenn es aber ein Quali-Call ist, ein Qualifizierungs-Call, hat er Geld und kann ich den nächsten Call mit dem machen, dann eher ja. Genau, richtig. Also wenn sehr du spannend. Weißt, ich bin bereit, Leute rauszuhauen, dann ja. Ich glaube, das neue Modell, was ja sehr gut in Voice schon mal ist und viele Emotionen mitbringt und viel schneller ist, ich glaube, das wird auch alle anderen Calls sensationell umgesetzt kriegen. Also auch richtig zu verkaufen mit Emotionen und allem drumherum. Wir müssen das natürlich testen nachher. Inwieweit sind Menschen offen dafür? Ich glaube aber, wenn du denen den richtigen Kontext gibst, passt das. Einer von euch zwei Gymbeless war das. Hat gesagt, ey, du warst das. Tim hat ja früher Sales, ich habe Tim früher für Sales-Schulungen für meine
Kunden geholt. Tatsächlich, ja, ja. Und Tim hat immer eine Sache erzählt, die erzähle ich bis heute. Das ist die 5-Minuten-Regel. Ey, ich habe in diesem Videoproduktionsding gearbeitet. Ich habe gesagt, ihr müsst die Leads sofort nach 5 Minuten anrufen, dann sind die heiß. Keiner hat die nach 5 Minuten angerufen. Ich habe es gemacht, Digga. Ich habe nachher Vodafone geclosed. Ich habe dies gemacht. Ich habe da erzählt, da die wildesten Stories so. Und seitdem habe ich dann immer meinem Vertrieb gesagt, 5-Minuten-Regel, 5-Minuten-Regel. Und manchmal kommt dann mein Vertrieb und sagt, ich habe die angewendet, es hat funktioniert. Der hat sich gerade eingetragen, nach 2 Minuten 30 habe den angerufen. Der hat gekauft. Jetzt stell dir vor, du trägst dich an, du kriegst sofort einen Anruf. Sofort. Ist brutal. Sofort. Du bist heiß, du bist im Moment. Ist brutal. Das kriegt auch Menschen nicht abgebildet. Nee. Und dafür dann für diese Geschwindigkeit. Das Ding ist, als Unternehmer gibt es, also ich meine, jetzt sind wir mittlerweile selber, wir waren jetzt wieder auch zusammen, seit mittlerweile 5 Jahren machen wir Trinity als Unternehmung zusammen. Und mir ist eine Sache klar geworden, so wenn du so ein Konstrukt baust, das war damals schon in den Firmen, wo wir auch dann zusammen gearbeitet haben, jedes Mal, wenn wir es geschafft haben, ein Konstrukt oder Menschen oder ein paar Menschen zusammenzukriegen, wo wir sagen, so, boah, das sind alles High-Performer, ist voll cool, dann geht jemand, dann ist jemand krank. Es ist schwer, dieses Konstrukt auf dem gleichen Level aufrechtzuerhalten die ganze Zeit. Aber wenn du es mit sowas wie einer KI baust, kannst du dich einfach drauf verlassen. Das Ding läuft einfach immer durch. Du hast keine Krankheitstage, du hast keinen Ausfall, du hast keinen Weggang, du hast keinen, da kommt jemand neu rein, du musst erstmal sich reinfinden. Du drückst auf den Knopf, das Ding ist an, das funktioniert einfach. Und diese Gewissheit zu haben, dass du eine gleichbleibende Qualität in deiner Struktur hast, ist geil. Ist wirklich geil. Und zum Thema, springen darauf Leute an oder das ist ja schon so das Thema, ne? Wollen Leute heute mit KI umgehen? Also sind die cool damit, dass du eine KI die anruft und dann mit einer KI telefoniert oder von mir aus auch chattet? Ist doch dieselbe Frage wie damals, als gesagt wurde, ja, kauft jemand, weil er irgendeine Werbung auf Facebook sieht. Kauft jemand, weil er irgendwie, davor noch, kauft jemand, weil er irgendwas im Internet sieht. Dinge haben sich schon immer entwickelt. Und KI ist für mich ganz klar, und da gibt es wirklich, also wirklich, da lasse ich auch echt keine zweite Meinung mehr zu, das ist die nächste Stufe. Das ist genauso wichtig wie das Internet damals, das ist genauso wichtig wie danach Social Media, jetzt ist es KI. Und wer glaubt, dass das nicht bleibt, er ist halt lost. Sorry, wirklich. Eine zweite Meinung ist eh nicht zugelassen. Deswegen komme ich zum nächsten Punkt. Ich werde nie in Talkshows eingeladen. nee, aber kann man auch wirklich unterschreiben tatsächlich. Ne? Also ich finde, es ist... es ist aber immer noch zu wenig Thema irgendwie. Ich weiß nicht. In Deutschland. Ja, klar. In Deutschland. Aber ich lebe ja nicht in Afghanistan. Deswegen, es ist. Ich glaube, das ist auch nicht so ein Thema. Es wird, ja, wird auch bleiben, aber ich finde, es ist auch die Antwort auf die Konjunktur, die wir gerade haben. Das bedeutet, wir hatten Corona, Wirtschaft geht runter. Leute wurden gefeuert, gekündigt, suchen sich neue Jobs, machen sich selbstständig. Dann hört Corona so ein bisschen auf. Auf einmal brauchen alle wieder ihre Angestellten, wundern sich, dass jeder sich umorientiert hat, weil man plötzlich gemerkt hat, das Ding ist doch nicht so sicher. Mhm. Dann hatte man ultra die Phase im Recruiting. Es wurde in Personal investiert, den hast du nicht gesehen. Geh mal auf Focus Wachstumschampions 2022. Schau dir dort den Reiter Human Resources an. Und schau dir an, wie viel Headhunter, Personalvermittler und Zeitarbeitsfirmen an Wachstum gemacht haben. Auf Platz 1 2019 Jahresabschluss 300.000 Euro, 2022 Jahresabschluss 3 Millionen Euro. Platz 2, ja, 1 Million Euro 2019, 2022 Jahresabschluss 6 Millionen Euro. Dann sind da Firmen dabei, riesige Personaldienstleister wie diese Amadeus Peer und Sourcey und sonst was. Die sind von 6 Millionen auf 47 Millionen, manche sind auch von 100 Millionen auf 200 Millionen hoch. Geisteskrank. Von vor Corona zu 2 Jahre nach Corona. Mhm. Und jetzt geht das natürlich runter. Alle sind so, oh mein Gott. Aber es geht eigentlich nur zu dem Ursprung so ein bisschen wieder. Ja, tatsächlich. Aber gleichzeitig ist ja der Witz jetzt auch, okay, die wollen nicht mehr so viel in Personal investieren und sonst was, wir haben ein bisschen Konjunktur. Bro, mit KI kannst du
diese Arbeitskraft schaffen und die Zeit und das Geld sparen, weißt du, und halt trotzdem besser werden. Und irgendwie findet ja trotzdem jeder nachher einen Job und irgendwo, wo er sich halt zusammenfindet. Dann kommen wir halt in diese Freelance-Economy, die halt Seth Godin schon angesagt hat, wo er gesagt hat, hey, bald wird es halt so sein, dass halt ein Typ wird halt Freelancer sein und er wird halt statt 8 Stunden in einer Firma zu sitzen, wird er halt 3, 4, 5 Aufträge halt haben, weißt du, wo er dann sich seine Zeit einteilt und wenn da was gemacht werden muss, macht er das halt, ne? Genau, aber das ist halt schwierig dann natürlich, wie soll dann, ganz viel wieder zu politisch, ne? Jeder Freelancer wird, ja, du kannst das Thema ja totspinnen, wenn man über KI redet und dann ein bisschen weiter redet, redet man ja automatisch über, wo soll das hinführen, ja, aber keiner muss mehr arbeiten, alle werden ersetzt, aber das wird wahrscheinlich nicht so kommen, das stimmt auch so in der Form nicht, aber um das Fass aufzumachen, da musst du eigentlich stundenlang drüber reden und brauchst aber auch ein Publikum, was gewillt ist, diese Gedankengänge mitzugehen. Weil für viele hört der Gedankengang da auf, ja, das macht jetzt alle meine Arbeit und ja, aber das ist ja normale Sache. Das ist ja, das war ja schon immer so. Es ist der, der Mensch braucht ja irgendwas, um seinen Frust auszuladen. Und jetzt ist es KI, vor 2 Jahren war es der Ausländer, jetzt ist es KI und Ausländer, die nehmen mir unsere Jobs weg. Also der Mensch braucht ja immer irgendetwas. Ja. Ne? Und deswegen lass uns das Fass nicht aufmachen, weil wir müssen langsam auch, lieber Herr Geringer, zum Ende kommen. Deswegen habe ich noch eine letzte Frage tatsächlich so in der Form. Was ist denn diese Nick Geringer Show? Was hat es damit auf sich? Ja, das ist mein Trinity-Podcast im Prinzip. Also das ist mein Format, in dem ich Podcast mache. Mhm. Na, heißt halt nur wie ich. Mhm. Und ist mehr als Workshop aufgebaut. Das heißt, keine Interviews, ich habe keinen Partner, sondern ich rede alleine. Mhm. Mein Team bereitet sensationelle Themen und Präsentationen vor. Ich setze mich dann hin, da fahre ich auch gleich hin. Mhm. Wo ist denn das? Studio. Das machst du in einem richtigen Studio, ne? In einem Studio, genau, richtig, ja. Das ist cool. Also ist nicht mein Studio, cool ist von Freunden, die in ihrem geilen Büro sich ein Studio eingerichtet haben, das sie fast nie nutzen. Und dementsprechend ich da dann immer bin und das nutze. Genau, und dann ist das eher eine Art Workshop. Das heißt, mein Ansatz ist, also die Headline ist, wie du als Agentur 100.000 Euro verdienst, also deinen ersten oder nächsten. Am Ende vom Tag geht es da aber darum, wie schreibst du geile Texte, wie baust du ein gutes Angebot, wie bringst du Menschen dazu, dir das zu geben, was du von ihnen willst. Viele Ideen, die ich dort teile, die ich habe, Marketing, Selbstständigkeit, aber natürlich immer alles mit der Perspektive meiner Zielgruppe helfen zu wollen. Mhm. Ja, und meine Zielgruppe in dem Sinne für mein Leidenschaftsthema ist, Menschen dabei zu helfen, so sich was Eigenes aufzubauen. Cool. Also verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes. Wir sind durch. Hast du noch irgendwas, Herr Horst? Ich habe ganz viele Fragen eigentlich noch zu allen möglichen Themen. Wir brauchen eine zweite Folge. Das ist schon klar. Das ist muss man schon sagen. Also Gott sei Dank haben wir einen Rahmen zeitlichen, weil sonst würden wir uns eh hier Ich würde gerne mal eine Folge mit dir machen, wo wir wirklich mal intensiv über dieses ganze Werbekonten, Meta, Google, was geht da ab, was geht hinter den Kulissen ab, wann werden Werbekonten gesperrt, was mache ich dann, wie läuft das da wirklich ab und wie ist die Struktur, warum werde ich ständig von irgendwelchen Meta-Pros angerufen, die irgendeine Scheiße erzählen wollen, also du bist ja der Dieb im Thema. Und das ist bei unseren Kunden auch immer wieder Thema. Also ja, ich glaube, es gab schon lange keinen Tag mehr, wo nicht irgendein Kunde mich gefragt hat, ich wurde von irgendeinem Meta-Experten angerufen, der hat gesagt, ich soll irgendwas Neues ausprobieren. es ist ein Versuch von Meta, natürlich seine Werbekunden zu halten und dazu zu bringen, mehr auszugeben. Nur es ist immer die Lösung. Immer die Lösung für diese Anrufe immer, ja, ich würde dir empfehlen, mehr Geld auszugeben. Ist immer am Ende die Lösung. Vor allem auch, also auch wenn du irgendwie, keine Ahnung, du kriegst eine E-Mail und dann heißt es, in deinen Werbeanzeigen müssen Dinge optimiert werden. Ja, genau. Ne? So, und dann kriegst du einen Call und es ist nichts weiter als ein Verkaufsgespräch, wo der sagt, ja, gib mehr Geld aus. Ja, was mit meinen Werbeanzeigen? Ja, gib mehr Geld aus. Das ist genauso. Das ist mich verarschen, Alter. Ja, aber jetzt machen wir wieder ein anderes Fass. Ja, ne? Deswegen lass uns Ladet mich gerne ein. Auf jeden Fall gerne. Wir können gerne einen Termin besprechen. Ich komme, ich habe Spaß daran. Sehr geil. Dann erstmal vielen lieben Dank.
dass du heute unser Special-Gast zur 100. Folge warst. 100. Folge, ey, meine Güte. Also auf weitere 100 überleben wir das? Weiß ich noch nicht genau, wirklich nicht. Boah, schwierig, gell? Mal gucken. Oh Gott, du Armer. So, dann erstmal nochmal vielen lieben Dank an alle Zuhörer da draußen, dass ihr die 100. Folge und vielleicht auch noch weitere 100 mit uns aushalten werdet und uns treu ergeben vielen, seid. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war's mal wieder mit Abschrift. Wir hoffen, es hat dir gefallen und würden uns über ein positives Feedback oder Like freuen. Solltest du uns noch nicht folgen, dann lass uns gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.